Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Enderal. Ja, in der letzten Folge haben wir diesen Würfel der Sternlinge, beziehungsweise den, was war es denn für ein Würfel? Irgend so einen Kristallwürfel haben wir abgegeben bei der, bei dem Luftschiff des Sternlings, dessen Namen ich mir überhaupt nicht merken kann. Gertrude heißt das Luftschiff auf jeden Fall, das kann ich mir merken. Und der braucht jetzt ungefähr noch 2 Tage, um das Ding startklar zu machen. In der Zwischenzeit haben wir uns nochmal neu ausgerüstet mit Heiltränken und Mana-Tränken und alles Möglichen. Und in der Zwischenzeit würde ich gerne vielleicht noch einen Kopfgeldauftrag machen, damit wir uns vielleicht noch ein bisschen stärker werden. Marlos war ein blinder Passagier, der sich auf einem Schiff versteckte, das aus Nerim kam. Er wurde am Hafen entdeckt, überwältigt die Kapitänin des Schiffes und ermordete auf seinem Weg durch die Stadt 3 Rekruten der Stadtwache, um sich anschließend in der Unterstadt zu verkriechen. Ich muss ihn töten, um das Kopfgeld zu kassieren. Für sein Ableben sind 200 Enderelle Groschen ausgeschrieben. Wow, 200. Den verrückt gewordenen Gardisten töten. Wir haben jetzt sowieso ein bisschen Zeit. Dings. Ehe es weitergeht mit der Hauptmission. In der Zwischenzeit könnten wir jetzt den ganzen Tag im Bett liegen. Aber das wäre verschwendete Zeit. Wenn wir. Ja gut, für euch ging es schneller, aber. Was soll's. Wir haben in den letzten Folgen 4 Hauptmissionen gemacht. Ella Wonderwall. Schreitet wohl. Zurück. Wieder zurück in die Unterstadt. Yeah. Da gab es ja auch noch irgendwelche. Na, wie so eine Art Mafia, kann man schon sagen, die irgendwie in der Unterstadt hausen. Und verbrecherische Triebe haben. Nicht jung, doch sie war es für ihn. Kein Ort war es ihm wert, nicht von anderen zu ziehen. Der Pfad, der von Malast zu Pfad. Fragt sie, wie weit er gekommen ist. Okay, in dem Gebiet ist er also auch noch nicht wirklich. Medam. Gidam Asche. Ascherhaupt. Wildmagier im Sonnentempel. Dieser Arantial ist so ungewöhnlich wie sein Ruf. Das muss man ihm lassen. Komischerweise kommt man ja auch gut an seine Informationen. Im alten Wasserwerk natürlich. Im alten Wasserwerk sind natürlich nur Feinde. Er steht immer noch hier, Bel Hassel. Hallo? Hi. Hast du ein Experiment schon gemacht? Nee, anscheinend nicht. Jetzt komm, ich dachte, ich bin schon im alten Wasserwerk.
Wow. Hi. Tut mir leid, ihr habt leider keine Chance gegen mich. Asche zu Asche. Toll. Wäre ich über diesen Weg wahrscheinlich viel schneller gewesen. Das ging einfach viel zu schnell. Vielleicht jagen wir einfach noch ein paar mehr Leute. Denn wir brauchen Kohle. Schreitet wohl. Hi. Wow. Ich meine, wir werden wahrscheinlich dann bei den Sterlingen eine ziemlich lange Zeit unterwegs sein. Aber dafür in voller Truppe. Sprich, wir müssen nicht alles allein machen. Grüße. Toll. Obst, Gemüse, frisches Brot. Diesen Abend sind Hüpfe, ja. Ora Mildentanz ist eine Viehdiebin, die sich vermutlich am alten Leuchtturm an der Bauernküste versteckt. Sie wurde des Nachts bei mehr Viehdieben und Opferungen beobachtet. Achtung. Es sollte mit wildmagischen Fähigkeiten gerechnet werden. Für ihr Ableben sind 52 in der Rela-Groschen ausgeschrieben. Man muss eben arbeiten, wenn man was hat. Wo soll das sein? Da. Da kommen wir mal zum Piratenturm an der Bauernküste. Uns begeben. Wie lange soll ich denn noch? Kommt zu Irinto Shaamgash und kauft Fisch. Frisch aus dem Roten Meer. Ah, nochmal ins Südviertel und dann zum Piratenturm und dann einfach dahin fliegen. Ist auch ein Gebiet, wo wir noch gar nicht waren. Hä? Ist einfach verschwunden. Skurril. Schreitet wohl! Ja, schreit auch wohl. So viel zu tun. Schreitet wohl! Komm, du sitzt den ganzen Tag hier rum und beschwerst dich immer. Sicher doch. Wohin soll ich euch bringen? An sich sitzt du einfach nur rum. Rumsitzen und die Leute abzocken. Oh, ich bin heute einfach viel zu müde, ich weiß gar nicht warum. Hi. Oh, ich finde die niedlich. Ich finde die so niedlich, diese Kühe. Ich weiß nicht, ob es so schlau ist, hier einfach so runterzugehen. Gold. Einfachen Weg zu nehmen, habe ich aber keine Lust zu.
Wir klettern einfach ein bisschen. Magische Fähigkeiten, damit bin ich. Das bin ich gewöhnt. Allerdings würde ich mich doch gerne noch ganz hoch machen. Oh, zumindest fast ganz hoch. Leuchtturm drin. Sieht wohl ganz so danach aus. Ganz oben anscheinend. Eine Viehdiebin. Mhm. Ich watsche da wirklich ganz oben rum. Wir lassen auf jeden Fall keine Weise zurück. So viel ist sicher. Toll, den hatten wir auch schon gelesen. Oh, Lehrlingsbuch und Schlösser knacken. Das ist ja interessant. Ist das da hinten? Ich glaube, das ist ein Lager, der Dings ist. Die Nerimesen. Vagabunden, ah. Toll. Ist das alles? Ja. Wenig geladen. Ihr meint es ganz fast. Kein bisschen mehr nicht das Ernst. Wieder.
Weiß zwar nicht genau, warum ich jetzt gegen die gekämpft habe, aber egal. Eichen. Boah, ist ja heftig. Voll lustig, dass das die Straßendiebe genau bei den Neremenesen mit rumstanden. Oh, der liegt auch schön da. Von der Helm. Jetzt haben wir so ein... Das sieht einfach dumm aus. Okay, ja, wir könnten jetzt in den Dungeon noch reingehen, den noch clearen. Aber... Wie ist der? Ich speichere erstmal. So, die Frage ist nur, kommst du jetzt wieder nach da oben? Ich glaube, wir gehen schon den richtigen Weg. Hm, sieht ganz anders aus. Ist da der Miranturm? Ja. Okay. Frage ist nur, guckt man da so einfach hoch? Oh, nee, keine Wölfe. Ich nehme auch immer die dümmsten Wege. What the fuck? Selbst schuld, Leute. Lässt sich trotzdem noch 100 DP bringen. Dabei können die ja fast nichts. Sind wir etwa in einem kleinen Dorf gelandet hier? Ein Kopfwurf entdeckt. Krass. Der rote Ochs. Das ist der Miradenturm jetzt, den sehe ich nicht mehr auf der Karte. Der Hafners Hofladen entdeckt. Heftig. Sage es nicht noch einmal, weg mit den Waffen. Damit ihr uns tötet und den Hof niederbrennt? Was haben euch diese armen Menschen getan? Ihr kennt sie doch nicht einmal.
Kennt man einen Götzenkranken, kennt man alle. Jetzt legt die Waffen nieder oder ihr werdet es bereuen. Das sind Bauern. Kinder verflucht. Wenn ihr so erpicht darauf seid zu töten, dann tötet uns. Aber bei allem, was recht ist, ihr... Religion ist ein Unkraut und um ein Unkraut auf Dauer loszuwerden, muss man es an den Wurzeln rausreißen. Glaubt mir, ich tue das nicht gern. Aber es ist für das höhere Gut. Oh shit. Ich hab einen Bauern erwischt. Nein. Was zum... Ihr seid die, die überall gesucht wird. Hä? Na gut, aber eines will ich euch sagen. Eure Schuld vor dem Gesetz ist beglichen, aber nicht vor Malphas und dem rechten Weg. Er wird eure Taten zur letzten Reise beurteilen und dann werdet ihr die Folgen für euer Handeln tragen müssen. Oh, ich habe euch geholfen, ihr Deppen. Warum helfe ich den Leuten auch noch? Das war ein Versehen, Mann. Ein Versehen, dass ich den Bauern getroffen habe. Warum spreche ich die Frau noch an? Naja, bin ich schnell nach Ark gekommen. Madame. Wie schnell man nach Ark kommen muss, man braucht nur jemanden töten, 40 Gold bezahlen. Das ist eine gute Reisestrategie. Madame. Oder sei. So, dann holen wir jetzt noch die Belohnung ab. Dann war es das auch von dieser Folge. Ich gehe immer falsch. Dieser Koarak einfach so mit seinen Schiffen in den Arker Hafensee gebracht hat. Ich auch nicht. Passiert. Wie viel Geld habe ich da jetzt? 399. Ich hätte mehr, wenn das jetzt nicht passiert wäre. Egal. Wie dem auch sei. In der nächsten Folge, denke ich mal, werden wir uns in der nächsten Hauptmission widmen. Wir müssen ja mit der Gertrude noch zu diesen Sterndingsturm. Was auch immer, fliegen, um irgendwas über den Nominus rauszufinden, um das Leuchtfeuer in Betrieb zu kriegen und um dem Ganzen ein Ende zu machen. Ja, hört sich jetzt nicht so viel an, aber ich denke, da wird noch einiges auf uns zukommen in der nächsten Folge. Bis dahin bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen, angenehmen Tag. Bis dahin, ciao.